Hier liegt nochmal Loot. Und Jude. Ich glaube, ich baue mal hier eine. Ein Ding ins rein. Ein Portal. Ach, der Wächterstein ist da noch. Oh. Ja, die Treppe, ne? Baue ich gleich eine neue. Was soll's? Jetzt geht kaputt. Sag mal. Was geht denn da ab? Na also. Her damit. Und dann habe ich nämlich auch genug Holz, um eine Workbench zu bauen. Verschiedenes Bottle. So. Es fehlen 10 Augen. Wieso? Das habe ich die oben liegen lassen oder was? Das hier sind ja nur, ist ja nur das eine. Ich glaube, die habe ich oben liegen lassen. Moment. Oder sind die jetzt durch den Stein geglitscht? Oh, bitte nicht. Falls ja, muss ich ja zum großen Portal zurück. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Bitte sag, dass die Steine da, die Augen da noch sind. Und ich sie nur nicht mitgenommen habe, weil das Inventar voll war. Na los. Ausdauer. Lade auf. Vielleicht sollte ich auch mal einen neuen Salat ballern. Oh, bitte. Ja, da leuchtet was. Gott sei Dank. Gott sei Dank sind die noch da. Oh. Da kann ich sogar oben drauf landen, vielleicht. Nein, keine Ausdauer mehr. Ich hätte es geschafft, aber so natürlich nicht. Oh, hier ist doch Loot. Ja, damit. Bevor der despawnt. Ach, kann er ja gar nicht mehr, wenn wir hier eine Workbench in die Nähe gebaut haben. So. Dann das her. Ach ja, na klar. Das weg und das Holz weg. Dann das Edelholz, Weichgewebe und wir haben alles, ne? Jo, dann baue ich hier mal kurz ein Portal. Zack. Und nehme sämtlichen Loot mit, der hier über ist. Hä? Schon wieder überladen. So. Da noch Kupfer. Gut. Ja, das bringe ich schon mal weg. So, perfekt. Rübergerannt. Und weg damit. Hm, das waren jetzt nur 9, aber... Das war ja noch nicht alles. Wir haben da ja noch mehr Kisten. So. Entschuldigung, wieder kurz einen Tee geschlürft. Ich versuche das immer zwischen den Aufnahmen zu machen. Ah, da, Kupferschrott. Zwischen den Ladesequenzen zu machen. Das heißt zwischen, während den Ladesequenzen natürlich. So, war hier noch Loot? Bestimmt, ne? Ne. Gut. Dann gehen wir ein Stockwerk nach oben. Ich habe zwar jetzt die Treppe da entfernt. Ich glaube, wir kommen da trotzdem hoch, ne? Jo. Achso, ich dachte, das wäre auch noch eine Kiste. Ist es aber nicht. Hier oben waren dafür einige. Ja. Oh ja, oh ja. Und da nehme ich mir mal die Axt raus. Damit wir nicht das ganze Stockwerk abreißen. So. Hör damit. Dann rüber. Und hier auch nochmal weg. So. Ja, so geht's natürlich auch. Und ganz oben waren da auch noch Kisten. Ich guck gleich mal nach. Ich glaube ja, ne? Nee. Nischt. Aber eine Laterne, komm, die nehme ich mit. Warum auch nicht? Ah, da ist noch eine. So. Und nach unten. Ja, das war doch gar nicht so schlecht. 25 nochmal. Ey, vor allem das mit den Trollen, ne? Das ist ja voll geil. Ah, hier ist noch mehr. Stimmt. Und wo wir gerade dabei sind, hier ist noch eine Laterne. Kein Platz im Inventar. Will ich eigentlich alles behalten? Hier 12 Holz können weg. Da nehme ich lieber die Laterne mit. Und theoretisch kann ich auch nochmal hier außen die blauen, die blaue Jute da. Oh, 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 nicht zu doll. Sonst mache ich das Portal kaputt. So. Nur die Jute. Die droppt aber nicht immer, ne? Hier ist eine. So. Und das nochmal. Gut. Ah, da oben ist noch was.
so und so. Gut. Ja, das soll es gewesen sein. Dann gehen wir mal zurück und bringen den Stuff ebenfalls weg, weil vor allem das verbraucht jeweils einen Platz. So, dann rübergerannt und den ganzen Stuff wieder losgeworden. Hervorragend. Das läuft doch gar nicht so schlecht. Vor allem Weichgewebe, ne? Aber ordentlich was gefarmt mittlerweile. So, die Sonne geht gerade runter. Wir wissen, was das bedeutet. Nichts wie hoch und ins Bett gejumpt. Gute Nacht! Guten Morgen und dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Und ich würde dann jetzt allerdings, wir haben ja jetzt schon eine recht gute Ausbeute erstmal. Aber ich würde jetzt den Rest noch kurz abklappern. Bis, ne, dieses, was ich gerade meinte, dass wir jetzt den Weg nochmal nach oben gehen. Dann sind wir nämlich wieder beim Knochenwandsportal. Nein, Queenportal. Können dann durch das Queenportal wieder zurück und haben unser Reiseportal dann wieder in der Tasche, ne? Dann gucken wir mal. Vielleicht treffen wir noch auf den Schädel. Das wäre sehr erfreulich. So. Portal weg. Und das Ding weg. Energieschild haben wir noch. Ich refresh mal. Ich kann nicht machen müssen, habe ich gerade erst. Aber gut, dann hier hoch. Also so ungefähr. Natürlich vorsichtig sein. Vor jedwedem Feind. Hier haben wir einen großen Felsen. Da gehe ich mal drum rum, weil ich mir auf Bodennähe mehr Schädel verspreche. So, hier unten lang. Und nach Norden jetzt. Straight. So gut es geht. Gehen wir mal hier an diesen Felsklippen entlang. Ich könnte Aktören machen. Soll ich das machen? Ja. Warum nicht, oder? Wir sind ja immerhin in den Mistlands. Und hier geht's permanent bergauf, bergab. So, hier sind Steine, aber kein Schädel. Hier hätten wir wieder ein bisschen Yggdrasil-Holz, aber das spare ich mir jetzt mal. Weil auch davon haben wir ja erstmal noch. Es gibt ja keinen akuten Bedarf gerade. Hier haben wir wieder diese Felsspalte. Hier bin ich schon mal lang gegangen, oder? Nee. Nee, bin ich nicht. Gut. Wenn wir hier nicht lang gegangen sind, bin ich richtig. Aber hier ist wieder alles umgeben von Felsen, deswegen gehe ich auf. Das ist ja geil, die Stelle hier. Hier so eine Wurzel und komplett umgeben von Felsen und man kommt nur durch diesen Durchgang hier durch. Irgendwie nice. Ich liebe sowas, wenn der Generator solche Sachen ausspuckt. So, hier lang. Gucken. Nix. Und wir gehen schon wieder zu weit nach da. Deswegen, ich würde mal hier über den Felsen jumpen. Ach ja, wir haben ja Akteur an. Ich bin schon gewundert, warum wir so viel Ausdauer haben. Genau deshalb. Wegen Akteur. So, hier runter. Und hier rüber. Ne, man sieht, wir sind vom Weg abgekommen. Hier sind wir richtig, oder? Ich glaube ja. Jo. Das sieht sehr richtig aus. Das ist nämlich genau auch das unerkundete Gebiet. Komm schon. Schon wieder eine Base. Aber eine Mine. Ne? Man sieht keine Laternen in der Nähe. Das wird eine Mine sein. Ach nee, stimmt. Das kann auch einfach nur eine Ruine sein. Ohne irgendwas. Nee, es ist eine Base. Trotz mangelnder Laternen. Ich habe einen Zwerg brabbeln hören. Tatsächlich. Ja, komm. Ah, hier ist auch eine Laterne. Ja, komm, Alter, dann sorry, Leute, aber ich muss hier wieder Trolle draufschmeißen. Halt, ich guck erstmal, ob hier überhaupt Kisten sind. Jetzt können wir uns das knicken. Jo, hier sind Kisten. Und hier oben vielleicht sogar auch noch. Das wäre dann ein doppelter Grund. Nee, hier oben sind keine. Aber gut, dann da oben drauf und let's go. Sorry, Zwergis. Ich mag euch echt gerne, aber... Ich habe gerade wirklich einen enormen Mangel an Weichgewebe. Und deswegen nehme ich sogar eures. Also wenn ihr nicht so wertvolle Sachen horten würdet, dann würde ich euch ja auch am Leben lassen. Aber so geht das nicht. Es tut mir leid. Fast. Fast tut es mir leid. Gott sei Dank seid ihr nur virtuelle Wesen und nicht echt. So. Halt, Portal. Erst das Portal. Immer zuerst.
Weil, warum auch immer wir aus einem dämlichen Grund sterben, können wir dann immer easy going hier wieder her. So. Sorry, Leute. Ja, der kommt. Der geht direkt oben auf euch drauf. Nee, doch nicht. Der explodiert immer auf meiner Höhe, ne? Wenn ich ihn hierhin beschwöre, dann, auch wenn der so einschlägt, explodiert er schon auf der Höhe, leider. Das heißt, ich sollte mal hier nach unten gehen. So. Oder? Das sieht besser aus. Aber hat auch keinen Schaden gemacht. Ich glaube, weil der diesmal zu nah dran war. Ja, ich glaube doch. Mit diesem Troll, den kann man irgendwie schon recht gut zielen. Ja, die soll mal nach unten gehen, bitte. Ja. Oder macht, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr richtet Schaden an. Ich wünschte, ich könnte deren Leben sehen, aber geht gerade nicht. So, schön verprügeln. Und der Heilmagier da, keine Ahnung, was mit dem los ist. So, den Zwerg haben sie wohl gekillt. Ja. Der sieht ziemlich tot aus. Gut, der sieht mich ja nicht als Feind an, ne? Ich glaube, der wollte auch gerade zu mir und mich heilen. Der scheint wohl der Letzte zu sein. Hat er einen gekillt? Nee. Ja, lauf genau rein. Sehr gut. Oh Mann. Oh Mann. Der Arme. Hilfe. So übel von allen Seiten verprügelt. Gut. Das war's, ne? Ja, jetzt wollte zu mir. Gut. Tschüss. So, sein Leben und das Leben des anderen will ich ja auch gerne sehen. Keine Ahnung. Ja, los, komm. Und weißt du was? Damit das hier mal ein bisschen schneller geht. Hä, treffe ich überhaupt? Jetzt treffe ich. Warum waren einige weiß? Wenn ich seinen Kopf treffe, ist es dann weiß? Und wenn ich seinen Körper treffe, ist... Also, weiß heißt ja normaler Schaden und gelb heißt extra Schaden, ne? Weil er eine Schwäche hat. Und manchmal ist es weiß und manchmal ist es gelb. Das verstehe ich nicht so ganz. Ja gut, der haut ab. Sehr gut. Falls er wiederkommt, kriegt er noch eine Salve und dann sollte er auch tot sein. Ich gehe mal nach hier unten und sammle erstmal den ganzen Loot ein. In der Hoffnung, dass hier Weichgewebe bei ist. Nö. Dann hier. Hier ist eins bei. Nice. Ah, hier ist auch der Heiler. Komm mal her, hier. Hier hat noch einer überlebt. Muss ich direkt petzen. Hier. So. Übelst am Verprügeln, ey. Oh Mann. Da reift noch irgendwas an. Keine Ahnung. Ja, auf den sollst du bitte gehen. Nein, doch nicht auf mich. Tschüss. Ja, er verprügelt wieder ihn. Soll ich den mit Feuerbällen den Rest geben? Weil sonst hielt er sich immer hoch, ne? Sobald sein Healbuff down ist. Vielleicht. Ich gehe mal andersrum. Und schmeiß in seinen Rücken Feuerbälle. So. Er ist down und dich mache ich auch noch platt. Warum kann ich dein Leben nicht sehen? Das ist irgendwie buggy, ne? Manchmal. Das hat mal besser funktioniert. Diese Kügelchen da, die waren aber nicht von dem anderen Heilmagier, oder? Das waren noch Überbleibsel von dem eben gerade, glaube ich. Ich hoffe es mal. Weil sonst haben wir ja gleich eine unliebsame Überraschung. Stimmt. Nicht, dass in den oberen Etagen jemand überlebt hat. Dann habe ich ein Problem.
Aber gut. Ich sollte außerdem erstmal mein Portal holen, ne? Ich mache mal wieder das Ding da hinten kaputt. Ist es? Gut. Und dann schmeiße ich hier mal kurz Stuff weg. Vor allem das Schwere. Ich schmeiße erstmal alles weg. Und dann hole ich mein Portal. Scheiße, wo hatte ich das gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo oben. Hier, glaube ich. Ja, da oben. Gut. Ike-Tür wirkt leider nicht mehr. Das ist natürlich schade, aber was soll's. So, hier hoch. Wayne. Nein, ich kann es runterrutschen. Oh, ich hasse es, wenn das passiert. So. Und da ist auch unser Portal. Portal, Portal. So. Kaputt gemacht. Hör damit. Und diesmal alles mitnehmen. Sehr gut. Und das hier ebenfalls mitgenommen. Halt. Das Holz liegt hier. Habe ich's? Nein. Wo ist es denn? Die spawnt echt jetzt. Hä? Es ist doch, ihr habt es doch gerade gesehen. Und dann ist es weggeflogen. Dann ist es einfach despawned. Hä? Oh Mann. Aber gut, ich glaube, hier liegt ja überall Holz, ne? Da war er. Ich glaube, der ist bis hier hingefallen. Keine Ahnung. Ich glaube, das war ein Buggy. Gut, wie dem auch sei. Wir gehen hier hoch. So. Und bauen hier das Portal hin. So. Und nehmen ordentlich Stuff mit. Und zwar alles, was hier liegt. So, das hier, das hier, das hier. Hör damit. Und hör damit. Und hier liegt außerdem noch Kupfer. Und wir tragen zu viel. Dann das Holz hier, warum nicht? Wobei wir hier kurz mal eine Leiter hochbauen können. So. Und dann bringe ich das schon mal weg, ne? Ja. So, schleppen wir uns rüber. Haben wir schon wieder ordentlich was gesammelt, ne? Ja, vor allem mit schwarzen Marmor. Aber ich weiß nicht, irgendwie wenn der Loot da liegt, dann will ich ihn auch nicht dort liegen lassen, ne? Aber wir haben auch wieder ein bisschen Kupfer. Auch das finde ich gar nicht schlecht. Und ich würde sagen, ja, wir haben es gerade kurz nach Mittag. Ist noch okay. Also würde ich sagen, weiterziehen. Und vielleicht schaffen wir es sogar auf dem Rückweg bis zum Portal der Queen und finden, also wenn wir dabei nichts finden, dann nicht. Und wenn wir was finden, dann haben wir vielleicht Glück. Mal gucken. Aber auf jeden Fall könnten wir es eventuell schaffen, bevor es Nacht wird, wieder zurück zu sein, wenn wir nichts finden. Im Worst Case. Ach ja, hier oben war ja auch noch Stuff. Na klar. Den lasse ich auf gar keinen Fall liegen. Oder habe ich den schon gelootet? Nee, habe ich nicht, ne? Nö. Gut. Also die Axt. Sonst reißen wir die ganze Bude ein. So, Weichgewebe her. Dann hier hinten das Ding, warum nicht? Und hier noch. So, können die Kisten auch mal einkrachen, bitte? Dankeschön. Sehr gut. Und ganz oben war nichts, ne? Ich gucke trotzdem nochmal nach, aber ich bin mir ziemlich sicher, hier oben war nichts. Nee, gut. Wir haben alles, ne? Wir haben das Portal dabei. Hier packe ich mal 5. Weg, die wiegen nur sinnlos. So, so und so. Alter, nochmal 26 Weichgewebe. Ey, das hat sich voll gelohnt. Bin ich ehrlich. Wozu Schädel, wenn wir auch einfach hier die ganze Zeit Trolle auf die Bases schmeißen können. Oh, Energieschild. Ach, hab ich ja. Sieht man nicht im Nebel. Gut. Ja, jetzt regnet es natürlich. Das ist natürlich nicht so schön. Und hier hoffe ich sogar noch auf den Schädel. Dann haben wir auf jeden Fall Weichgewebe-Kontingent erstmal abgefrühstückt. Komm schon. Schenk mir einen. Schenk mir den Schädel. Nee, hier nicht. Geh mal hier rüber. Nee. Hier nach oben. Nee, auch nix. Gut. Vor allem sehr wenig Viecher, ne? Dafür, dass wir in den Mistlands sind, haben die das reduziert. Hier war doch normalerweise immer Achterbahn. Immer wenn wir hier waren, da war hier ordentlich was los. Und jetzt gefühlt, keine Ahnung, wir sind auf 4, 5 Sucher getroffen. Laggedy lag. Ich habe doch gespeichert. Eben gerade in der Portalsequenz. Aber ich glaube, das war wieder, weil er was geladen hat. Ich habe das Gefühl, wenn er was Großes lädt, sowas wie eine Base,
oder eine Mine, dann braucht er immer einen Moment, um das auszurechnen. Ich habe keine Ahnung. So. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Gut, dann nochmal hier lang. Können wir hier sogar durch diese Felsspalte durch. Aber hier waren wir schon. Nee. Da sind wir schon lang gegangen. Dann gehe ich mal hier hin. Und frühstücke auch das hier noch ab. Na komm schon. Ah, da ist ein Heiler. Da sehe ich seine Laterne lugen, durchlugen. Wenn da ein Heiler ist, ist da auch eine Base. Oh! Hier ist noch eine Base. Huch, oh. Sag mal! Hä? Sind hier welche drin oder was? Ja, ach so. Das ist ja gemein. Hier so eingebuddelt habt ihr die. Ist aber ganz schön dreist. So, warte mal. Haben wir hier denn Kisten? Bestimmt, ne? In der zweiten Etage. Ja, hier. Ja, hier oben. Auf der Etage. Hm. Zwar nicht viele, aber... Oh doch, da sind auch noch welche. Hm. Warte mal. Wo haben wir denn hier einen Stein in der Nähe wohnen? Da. Ja. Dann gehe ich da drauf. Also, oben drauf. Ich hoffe nicht, dass ich drauf gehe. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. So, hier hinauf. So. Und so. Und hier machen wir das Portal hin. Halt. Erstmal mache ich die hier platt. Den. Ah, ne, die. Da kommen noch mehr. Gut. Ja, 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 ja. Ich habe ja schon gesehen. Keine Sorge, ich kümmere mich um euch. Tschüss. Ja, den Stein kannst du gerne angreifen. Huch, wow. So viel zu dem Thema. Sollte man nicht so eine große Klappe haben, wa? So, tschüss. Und wo bist du? Du bist da. Auf Wiedersehen. Sehr gut. Hätten wir das auch. Dann baue ich hier das Portal hin. Ja, ist eigentlich völlig egal, wie. Hauptsache, wir kommen hier irgendwie wieder her. Na komm. Baust da irgendwie rein. Hier oben drauf von mir aus. So. Völlig egal. Und dann ist da die Base. Ich gehe mal weiter runter. Hier so rauf. So. Und dann Troll-Dingens. Ja, ich baller mir nochmal Ausdauer-Food. Und let's go. So. Bam! Schon wieder nicht nah genug dran gewesen, ne? Glaube ich. Soll ich mal nah rangehen, einen Troll werfen und dann abhauen? Weil dann trifft er nämlich hier die Base. Da habe ich eigentlich Bock drauf. Der Troll wird auch gerade ganz schön angegriffen. Ich mach mal so. Und hau ab. So, das hat richtig Schaden gemacht. Sterbt! Also nicht die Trolle, die sollen bitte überleben. Weil sie denen gerne ordentlich Schaden reindrücken können, dann haben wir nachher weniger zu tun. Hauptsache die Zwerge sterben. Es wird dunkel, ne? Soll ich kurz pennen gehen? Damit keine Nachtviecher kommen. Ja, ne? Dann könnt ihr hier weitermachen, wenn wir wieder da sind. Komm, ich gehe kurz pennen. Ist nämlich auch gut möglich, dass der Regen dann aufhört, was ebenfalls so ein Vorteil wäre. Weil dieses ewige Durchnässtsein ist ja schon ein bisschen nervig. Alter, 26 Weichgewebe. Sehr gut. Oh, das freut mich so, dass wir da Progress haben. Gott sei Dank. So, laggedy-lag. Schon wieder wegen der Wetterverhältnisse, ne? Gut, wie auch immer, gute Nacht. Guten Morgen. Und wir gehen direkt runter. Bitte nicht nass werden. Vom Restregen. Gut. Aber wenn wir hier auf der Kante sind, dann sind wir sowieso überdacht, ne? Ich glaube, ja. Jo. Gut.
Dann gehen wir wieder hindurch und sehen uns weiter den Kampf an. Energieschild. So. Und hindurch. Ist aber auch gut möglich, dass sie jetzt despawned sind. Sind sie aber nicht. Sind immer noch am Leben. Verprügelt den da bitte. Na los, na los, na los. Verprügelt ihn. Ein Hit noch, bevor er sich hielt. Na also. Ja, jetzt wollen sie zu mir, ne? Ich lock dir mal kurz zu den Trollen. Oh. Hier lang bitte. Hier entlang, sind die alle tot? Kann ich ja gar nicht glauben. Hä? Sind die echt alle schon umgebracht worden? Das gibt's doch gar nicht. Warte mal, wo ist denn hier die... Bin ich jetzt einmal rundherum gerannt, ne? Oh. Ja doch, ich glaube, das war's. Gut. Ja, dann kloppt hier ruhig. Ich hole mir derweil mal das Weichgewebe von hier. So, hör damit. Dann hole ich mir das Ding. Und hier ist noch mehr Weichgewebe. So. Ja, dann können die Trolle hier ruhig alles kaputt kloppen. Ist mir eigentlich völlig Wayne. Und unser Portal ist da hinten. Das hole ich mal fix. Ah, warte mal, hier ist auch Loot. Oh! Uiuiui, uiuiui, okay. Ich glaube, ich muss mich doch um die kümmern. So, du stirbst. Aua. Energieschild. Oh oh. So. Und eine Salve. Hab ich trotzdem getroffen, dreist. Da hat er mir wahrscheinlich mein Energieschild fast runtergemacht. Gehe ich mal stark von aus. Ich gehe mal hier so rum. So. Da muss er erstmal drum rumgehen. Derweil kann unser Mana schön aufladen. Alter meine ich natürlich. So. Noch eine Salve rauf. Zack. Und tschüss. Dann kann ich hier ein bisschen Loot aufsammeln. Hier unten zum Beispiel, es sind doch bestimmt Zwerge gestorben. Da könnte Weichgewebe liegen. Ja, liegt es auch. So, da ist er. Und ich glaube, die Salve sollte reichen. Auf Wiedersehen. Energieschild. Ach ja, ich wollte gerade seinen Loot aufsammeln, aber er hat ja gar keinen. Sehr gut. Hätten wir das? Dann würde ich sagen, wie viel haben wir? 25 nochmal. Geschenkt. Sehr gut. Dann hier hinauf. Ich guck mal, wie viel Platz. Das kann weg. Wir brauchen trotzdem mehr Platz. Einen Platz und ja, das hier. Und ein so ein Fleisch. Ja gut, komm. Was soll's. Huch, da bin ich fast reingegangen. Wir haben alles, ne? Ja. Dann das hier. Und wir gehen weiter. Und dann hoffe ich, dass hier vielleicht noch irgendwo ein Schädel ist. Und wenn nicht, dann halt nicht. Hier ist noch eine Base. Hä? Hier ist ja noch eine Base. Haben sie die auch schon geklärt? Oder ist das eine Mine? Das ist eine Mine. Aha. Gut. Ja, wenn das so ist, speichere ich die mal ein. Oh oh. Hä, warum habe ich den denn nicht gehört? Hätte ja gar keinen Ton von sich gegeben. Das war kein Sucher, das war ein Schleicher. Scheinbar. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Nix. Na komm. Ein Schädel noch irgendwo. Dann bin ich maximal satisfied. Hier sind ein paar Ruinen. Ja, hier wäre noch eine Zwergbase. Oh Mann, ey. Aber es ist halt geschenktes Weichgewebe. Also, ich kann mir nicht helfen. Das ist halt einfach top. Ne? Gut. Ja, sorry, Leute. Ihr müsst dran glauben.